Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer süßen Raya. Der Rest der Family sitzt gerade am Esstisch. Raya hatte am letzten Mal Geburtstag und wurde zur Teenagerin. We love to see it. Because she's like the prettiest girl. Now is the question. Haben wir beim letzten Mal schon was ausgelost gehabt oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich mache einfach nochmal. Warum eigentlich nicht das hier denn eigentlich? Hallo erstmal. Hallo, mein Bibi. Hallo, Schatz. Ich war den ganzen Tag nicht da. Da muss man natürlich auch ein bisschen böse auf einen sein, ne? Also, ja. Wir nutzen die Zeit, während ich hier streichele. Und das ist die 148. Tausche alle Lampen gegen Kerzen aus. Nein! Mann, warum mache ich so eine Scheiße eigentlich jedes Mal? Pack mir die aber alle ins Inventar, glaube ich. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich jede Lampe treffe, by the way, ne? Ich sag, wie es ist. Hä? Where's the lamp? I can see her. Ah, da. Es ist zu dunkel. Jetzt müsste man es ja gut sehen eigentlich, ne? Ich hate es. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Ich will das nicht mit Kerzen ersetzen. Was? Warum? Was habe ich mir dabei gedacht? Warum ist mir nie aufgefallen, dass wir so eine Fischlampe haben? Wir nehmen mal diesen Standardleuchter. Weil ich will jetzt auch nicht zu viel Geld dafür ausgeben, ne? Ich hasse es. Da brauche ich vor allem BB Move Objects. Ich habe jetzt die Lampe nicht ausgetauscht, aber ist es jetzt so dramatisch? Es ist schon nervig genug, glaube ich. Leute, es ist keinem aufgefallen, okay? So, dann spielen wir jetzt einfach mal das Spiel. Hier wird schon wieder Schokoladeneis gemacht anscheinend. Nee, Vanilleeis. Ist ja noch langweiliger. Also wir leben hier gesund. Es ist Schule! Ich habe schon wieder vergessen, dass Schule ist. Let's go! Also für Raya natürlich noch nicht. Hello. You are pretty. And you are too. I mean, look at her. Stimmt, mit Marie haben wir letztes Mal schon geredet. Sie hat nur halt ganz schöne Cartoony Eyes, ne? Also das gefällt mir, also bin ich ehrlich, das ist nicht so mein Vibe. Ansonsten ist es auch nur süße. Wir können uns ja zumindest mal vorstellen. Also es heißt ja hier alles nix, ne? Sind schon wieder alle traurig. Kurze Lebensdauer und so. Dann müssen wir mal ganz kurz was essen. Denn sonst haben wir im Unterricht ein Problem. Wir könnten heute theoretisch auch länger bleiben. Wegen dieser Prüfungsvorbereitung, oder? Er hat auch heute keinen Dings. Ja, warum eigentlich nicht? Okay, cool. Okay, wir kriegen jetzt auch nochmal kurz die Info, dass dem so ist. Und jetzt ist erstmal die Morgenunterrichtsstunde. Feueralarmübung schon wieder? Ich hatte die vor kurzem erst. Wild, weil normalerweise ist die voll selten. Wie lästig er auch läuft, ne? Ich fühl's ein bisschen. Bei Feueralarmübungen immer so, alle so, Ich weiß noch, in der Grundschule, unsere Nachbarklasse hat sich auch erstmal Schuhe angezogen. Bei einer Übung. Also wenn das halt doch real gewesen wäre, die wäre halt literally einfach verbrannt. Säubern. Nee. Der sieht auch nett aus. Über Ängste reden. Einfach mit einem Fremden. Quasi. Ganz normal. Süß. Freunde haben es immer super. Die verstehen sich richtig gut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen laufen zu gehen? Wir haben jetzt eh nichts Besseres zu tun und wir haben noch eine Stunde locker Zeit. Let's go. Ich liebe sein Sportoutfit so. Es ist so süß. Okay, ab in den Unterricht jetzt. Ah, war knapp. Aber der Unterricht bringt dir sogar was, weil da lernt ihr Programmieren. Und das ist auch gut für deinen Job, wollte ich sagen. Aber nein, ich meine natürlich das Computerteam. Ein Gastsprecher ist heute in die Schule gekommen, um über die Zukunft der Teenager zu reden. Oder vielleicht möchte er auch ein paar Schmuckstücke verkaufen. Raphael ist sich da nicht ganz sicher. Einige Schüler beginnen, ihre Handys rauszunehmen, aber der Lehrer nimmt die Schüler ab und an ins Visier. Soll Raphael ebenfalls sein Handy zücken? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass Raphael so der Typ wäre, der jetzt unbedingt das Handy rausholen würde, oder? Ja, er beschließt, dass das Risiko zu groß ist und hört weiter der unglaublich langen und unglaublich langweiligen Rede des Gastsprechers zu. Er ist zweier Schüler geworden gerade. Let's go. Ich bin sehr froh, dass sie das gefixt haben übrigens. Weil früher war es ja so, dass wenn man aktiv mit denen in eine Schule gegangen ist, dass deren Noten einfach nicht besser wurden. Weil this is really important. I don't want them to be Dreier-Schüler forever. Especially, wenn sie ja powering through it. Warum möchte er jetzt irgendeine Dusche säubern? Was ist denn falsch mit dir? Also nicht einfach lernen. So wie jeder andere Schüler auch.
Welcome back. Seid ihr alle so müde? Was habt ihr gemacht? Sie hat auch kein Interesse daran, mit jemandem zu flirten. Das ist so interessant, ne? Ich frag mich halt, ob das ein Bug ist oder ob das tatsächlich einfach die Präferenzen von den beiden sind. Was total in Ordnung wäre. Ist gar nicht wild, wenn man hier so eine Biermatte draußen stehen hat oder so. Nein, nein, das ist ganz normal. Darcy Olsen, klar. Du kannst hier ruhig kochen, wenn du das unbedingt möchtest. Ich habe gehört, dass du dich mit Riley Chopper angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Süß. Orangensorbet. Schon geil. Level 2 der Kochfähigkeit. Yay. Aber er hat natürlich nur für sich gekocht. Warum auch sich irgendwie die Mühe machen, um für alle zu kochen? Vor allem, wenn seine Eltern beide keinen Bock aufs Kochen haben. Kannst jetzt nicht um 7:30 schon tief und fest schlafen. Ich fände es voll süß, wenn er so Schmuck oder so erstellen würde und das vielleicht irgendwem schenken würde dann. Also zum Beispiel Riley oder so dann eben in der Schule. Hier so ein einfacher Ring. Wie wär's damit? Dann einfach, weiß ich nicht, Silber. Ach, Herr Marley hat ja keinen Job mehr. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich würde mich total freuen, wenn du danach deine Hausaufgaben machen könntest. Oh, hallo. Riley chillt schon direkt hier. Warte, dann unterbreche ich das mal kurz und dann darf er ruhig reinkommen. Wir verbieten ihn natürlich nicht, hier zu sein. Was ist denn mit euch immer? Das ist nicht in Ordnung. Dann machen wir bitte hier weiter. Raphael kennt nur den Finanzstatus von Riley. Bitte? Warum? Und die süße Maus. Oh, na gut. Meinetwegen darfst du jetzt schlafen. Aber es ist trotzdem ziemlich früh. Man merkt, sie wird alt. Aber okay, ich bin 21 und ich bin auch schon so, dass ich mir denke, boah, 21 Uhr, ab ins Bett. Ich glaube, er schafft das mit dem Ring heute nicht mehr. Guck mal, vielleicht kann er sich dann lieber nochmal mit Tinkerbell auseinandersetzen. Er mag Edelsteinkunde. Wie schön. Ja. Danach wird aber auch geschlafen. Also ich glaube mittlerweile, dass Christoph einfach hier lebt. Ich weiß nicht, wieso er nie nach Hause geht, aber ist schon okay. Okay, ein neuer Tag und ein neuer Dreh. 46. Nutze Amos Ecke. Aber mit den Teenagern können wir das nicht machen. Ich meine, sie muss ja nicht auf ein Date gehen. Zwingt einen ja keiner. Süßes Bild. Wow. Sie hat echt viele Möglichkeiten, die sie hier eintragen kann. Ich beschreibe mich als Angst vor einem Job ohne Aufstiegschancen. Ja, treu macht eigentlich Sinn. Aber warte mal, wenn sie Freunde oder so sucht? Also, wir sind da jetzt ja nur mal kurz, ne? Also, können uns ja gerne mal auch Leute abspeichern. Also, man kann ja auch Freundschaften schließen. Also, ich meine, treu macht eigentlich Sinn, aber... Obwohl, das ist ja nicht nur bezogen darauf, auf Beziehung, oder? Also, treu würde ich schon reinmachen. Verantwortlich finde ich sonst gut. Sorglos ist vielleicht auch interessant. Ja, aufgeschlossen finde ich aber auch eigentlich ganz cool. Emotionale Kontrolle. Vielleicht machen wir aufgeschlossen. Dann gucken wir mal. Wen haben wir eigentlich hier so? Ich habe die App halt literally noch nie benutzt, so, weil ich irgendwie bisher noch nicht so dazu kam. Deswegen bin ich ein bisschen gespannt auch. Wir haben Ila. Sie ist gemein und kleptomanisch. Das ist jetzt nicht so unser Vibe. Taylor. Chaotin und liebt die Natur. Chaotin fühle ich jetzt auch nicht so, bin ich ehrlich. Young June. Aktiv und gesellig. Aus Chestnut Ridge. Das finde ich eigentlich noch ganz süß. Das Bild ist auch süß. Ja, doch, komm. Wir speichern den einfach mal. Warum eigentlich nicht? Kusuke ist kreativ und ein Hitzkopf. Wieso haben wir so viele Leute aus so Ace of Springs eigentlich? Weiß ich nicht. Aber irgendwie, also das... Nee. Cinderella, süß. Von Melpomenemusa. Ich finde das so cool, dass da halt so Galerie-Sims kommen können. Ne? Das ist so toll. Ja, also ich mag Cinderella. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt der Vibe für unsere Freundschaftssuche. Leander aus Moonwood Mill. Moonwood Mill ist ja schon ein bisschen eine Red Flag, aber böse ist die viel größere Red Flag. Vor allem, wenn man sich damit ausschreibt und sagt, ich bin's, der Böse. Dann haben wir noch Mark, auch aus Chestnut Ridge. Und er trinkt anscheinend gerne. Let's go. Also den finde ich noch irgendwie am interessantesten. Deswegen, wir können ihn einfach mal zu den Kontakten hinzufügen. Und dann können wir ja einfach mal plaudern am Telefon. Einfach mal telefonieren. Ich schlafe! Ups. Ja, was weiß ich denn, wann normale Menschen schlafen? Da hat jemand Hunger? Warum ist er jetzt schlecht? Weil Verdorbenes gegessen hat. Wieso nimmst du dir denn auch verdorbenes Essen? Also selber schuld, würde ich mal sagen. Leute, wo... Wo ist die Schüssel? Hä? Ey, dieses Spiel macht mich so fertig, ne? Ich kann nicht mehr. Was ich jetzt übrigens machen will, ich möchte die Kronleuchter wieder entfernen. Ja, alles schön und lustig, aber es reicht. Grundschulhausaufgaben, mhm. Ein Fellhaufen, auch schön. Level 3 der Geheimagentenkarriere.
Ja, eigentlich brauchen wir das auch nicht, ne? Diesen Stuhl eigentlich auch nicht. Tisch des Dozenten, eigentlich auch das nicht. Wieso ich die Blümchen hier behalte, weiß ich auch nicht so genau. Aber egal. Ich habe noch eine über, hä? Ich weiß wo. Hier im Klo. Dachte schon so, hä? Wie anders hat mich das platziert, bitte? Tinkerbell ist weggelaufen. Warum? Warum? Eigentlich nicht. Aber immer wenn sowas aufpoppt, denke ich mir halt irgendwie so, vielleicht ist es diese Ding, also kann ja auch kommen mit der Zeit. Finde ich es gut? Nein. Wir gehen mit beiden mal. Wieso hat sie hier kein Zeichen, dass sie in der Schule ist? Ich liebe das Outfit ja so, ne? Es ist so cute. Ich finde es so geil, dass sie sich immer einfach random so Check geben, so. Er geht auch jeden Morgen hier immer erstmal essen, ne? Ist auch sehr wild. Aber Raya möchte hier auf jeden Fall erstmal direkt ein paar Freundinnen finden anscheinend. Direkt hier mal kurz eine Gang gründen. Oh, ich könnte mir Raya auch sehr gut als Cheerleaderin vorstellen. Kann man sie das nicht eigentlich fragen sogar? Weil sie, oder ist sie nicht der Captain? Ich meine, sonst mache ich es einfach übers Handy, ne? So ist es auch nicht. Let's go, Cheerleader! Warum gehst du jetzt? Ich habe Hunger. Gut, dass wir hier noch Snacks haben. Hallo, du sollst auch pinkeln gehen. Naja, dann isst du halt erst, I guess. Wie wär's mit einer Pepperoni-Pizza-Rolle? Oh, wir haben gar nicht die Zeit. Naja, dann isst sie die halt gleich. Ich glaube nicht, dass sie so sauer sein werden. Nur weil sie da jetzt noch was isst. Wer ist sie denn? Carla Hanley? Das nenne ich mal ein Fit. Okay, dann sprechen wir doch mal mit den Leuten hier. Sie hat schon wieder kein Pop-up bekommen. Schade. Das soll Arbeit sein? Hat der Interesse daran, Arzt zu werden? Das ist schon irgendwie cool, oder? Das Ding ist, ich werde es mir wahrscheinlich eh nicht merken können. Aber wenn wir mit ihm weiterspielen und ich dran denke, dann könnte er natürlich Arzt werden, wenn er möchte. Lilith Vator ist einfach kriminell, glaube ich. Raya hat gar kein Interesse, sich über ihre Zukunft zu informieren anscheinend. Sie denkt sich so, ich habe das Pop-up nicht. Ich habe keinen Bock. Aber die haben auch so eine süße Beziehung, ne? I love you. Hä, voll die süße Gegend eigentlich hier, ne? Aber irgendwie schaut man sich hier nicht so krass um. Hm, weiß ich nicht. Irgendwie ist das bei ihr verbuggt. Wir gehen lieber nach Hause. Riley ist einfach schon wieder hier. Süß aber auch irgendwie, ne? Komm, mach mal den Ring fertig. Dann kannst du ihm den einfach schenken gleich. Heidi und Emma haben auf jeden Fall auch eine gute Zeit. Love it. Oh, Raphael kann das erst gleich fertig machen, weil heute ist tatsächlich ein Treffen des Computerteams. Wusste ich nicht. Faith hat den Lebensstil Workaholic freigeschaltet. Aber vielleicht ist sie das. Das ist so eine dieser Lehrer, die sich so richtig reinhängen. Aber sie hat trotzdem keinen Spaß. Aus dem Nichts bricht mitten im Training ein Streit zwischen zwei Teammitgliedern aus. Es ist schwer zu sagen, ob er im Eifer des Gefechts oder aufgrund irgendwelcher Dramen in den sozialen Medien ausgelöst wurde. Unabhängig von dem Auslöser des Streits wird die Angelegenheit immer interessanter und die Menge versammelt sich um die beiden Streithähne. Wir beruhigen die. Und das ist super. Genauso wie der Lärm. Raya wünscht sich, was zu essen zu kochen. Deswegen let's go, girl. Wenn du da Spaß dran hast, sollst du das definitiv tun. Deine Eltern haben keinen Spaß dran. Und du bist fast fertig mit deinem Ring. We love it. Ist Riley denn noch hier? Tatsächlich. Sehr schön. Direkt ausgezeichnet. Sie ist einfach crazy. Und Faith geht's direkt so viel besser, nachdem sie hier ein bisschen Yoga gemacht hat. Das ist auch so schön. Sie hat ja noch ein Schulprojekt. Da können wir uns natürlich auch drum kümmern. Er hat keins mehr. Der reiche Sonderling hat uns gerade angerufen. Ich glaube, Marley ist nicht der Typ, der sich jetzt dann mit dem getroffen hätte. Außerdem, who is you? Nee, danke. Tinkerbell ist wieder da. Also gut, ich muss mich sowieso wieder Sozialhase zuwenden und dafür muss ich täglich mindestens 12 unverständliche Posts teilen. Alles klar. Er fühlt sich gut, weil er abgelehnt hat. Hä, aber ich habe gehört, dass man das hier nicht mehr öffnen könnte. Dass das nicht mehr funktioniert, wenn man das abgelehnt hat. Vielleicht ist das auch so eine 50-50-Sache. Wo ist Tinkerbell jetzt? Oh, du kleine Mus, bring dir einfach ein Geschenk. Komm ran jetzt. Riley ist gerade gegangen. Naja, wir können den Ring auch immer noch verschenken. So ist nicht. Warum rennst du einfach weg, Tinkerbell? So, Fräulein, du stinkst. Merkst du das eigentlich nicht? Hör auf zu dabben, Bro. Wir haben Es ist so flauschig bekommen. Schön. Ausgezeichnete Qualität. Wowie. Raumfahrttechnikfähigkeit erworben. Ist auch eigentlich fancy, ne? Sind so Fähigkeiten, mit denen macht man relativ selten was, oder? Also ich zumindest. Was für episch inspiriert. What do you mean?
Hilfe! Ja, Girl, du musst es jetzt heute auch nicht unbedingt abschließen, ne? So ist es jetzt nicht. Du kannst auch einfach schlafen. Heute ist Nacht in der Stadt. Aber darum sollen wir uns dann erst beim nächsten Mal kümmern. Ich habe zwar jetzt nicht ganz so lange aufgenommen wie sonst, aber ich bin extrem müde. Ich hatte heute erst meinen zweiten Tag in der Ausbildung und... ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kapazität mehr, Leute. Ich hoffe, dass das für euch trotzdem in Ordnung ist. Wir hatten ja trotzdem eine gute Zeit, oder? Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wie immer, bei irgendwelchen Vorschlägen für Story oder irgendwas, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Gerne auch Vorschläge für das Dokument. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!